Guten Morgen, liebe Freifam-Zuschauer. Am Amtsgericht Hamburg-Altona im Fall Marga Peiden hat sich etwas Neues ergeben. Und zwar hat das Jugendamt Hamburg eine Stellungnahme geschrieben an das Gericht. Und die hat es in sich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja? Also wir machen ja bei Freifam einiges an Fallberatung in ganz Deutschland und sehen dann natürlich auch immer das Verhalten des Jugendamts und was sie so machen und schreiben. Und wow, also Jugendamt Hamburg-Altona schreibt, Moment, ich hab's hier, 20.03. zu schreiben, und zwar zu dem mittlerweile am 6.03.2023 ergangenen Umgangsausschluss ergeht folgende Stellungnahme. Eine Kindeswohlgefährdung hat aus Sicht des Unterzeichners zu keinem Zeitpunkt vorgelegen. Und dann nochmal vom 20.03. Ja, da geht es um den nächsten Beschluss, wo dann die Herausgabe und Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts an die Mutter angeordnet wurde. Der Beschluss, das Aufenthaltsbestimmungsrecht für das gemeinsame Kind vorläufig auf die Antragstellerin alleine zu übertragen sowie die Herausgabe des Kindes an die Antragstellerin anzuordnen, war aus Sicht des Unterzeichners nicht im Sinne des Kindeswohls, nicht erforderlich und auch nicht verhältnismäßig. Ich denke, klarer kann es ein Jugendamt nicht ausdrücken, dass da ein Gericht völligen Bockmist gebaut hat. Also was die Frau Richterin Katrin Daug am Amtsgericht Hamburg-Altona entschieden hat, hält das Jugendamt in Hamburg für falsch. Und so eine klare Stellungnahme, die gegen das Gericht geht und die, wie ich finde, auch vollkommen zutreffend ist, habe ich noch nie gesehen. Also Hut ab an das Jugendamt Hamburg, an die verantwortliche Person für das Schreiben. Oh, mein Hund zieht an der Leine. Also Hut ab. Das ist mutig, das ist integer, das ist wirklich im Sinne des Kindes. Da hat jemand wirklich die Eier, sich gegen das Gericht zu stellen. Und ganz zu Recht, weil wir haben ja jetzt die Situation, dass ein Fachmann, ja, ein Mediziner, der Psychosomatiker ist, der Kinderpsychotherapeut ist, der Erwachsenenpsychotherapeut ist, also der sich wirklich auskennt in dem Bereich, der hat ja schon in seinem Gutachten geschrieben, dass er keine Kindeswohlgefährdung erkennen kann. Und das Jugendamt sagt jetzt dasselbe. Die Richterin Daug steht völlig alleine da. Und man muss sich ja jetzt fragen, wer ist denn hier der Kindeswohlgefährder? Wenn weder ein Fachmann noch das Jugendamt eine Kindeswohlgefährdung erkennen kann, die Richterin Daug, aber welche auch immer sieht, ja, das hat sie ja nicht begründet in ihrem Beschluss, den haben wir ja veröffentlicht. In dem Beschluss steht keine Begründung drin. Also, ich nehme die Frage nochmal auf, bevor ich da reingehe. Wer ist denn jetzt der Kindeswohlgefährder? Ist es der Vater? Fachmann sagt nein, Jugendamt sagt auch nein. Und wie gesagt, die Richterin Daug hat nichts begründet in ihrem Beschluss. Die sagt nur, ja, es sei im Sinne des Kindeswohls, dass man jetzt erstmal den Umgang des Kindes mit dem Vater aussetzt und verweist dann auf die Antragsschrift der Mutter. Punkt. Das heißt, die Richterin hat einfach nur eine Feststellung gemacht und nichts begründet. Ja, sie hat nicht gesagt, ist im Sinne des Kindeswohls, weil, oder es herrscht eine Kindeswohlgefährdung, weil. Hat sie nicht gemacht. Das ist so, wie wenn man sagt, die Erde ist flach und ich verweise auf die Bibel. Dann fragt sich natürlich jeder, na, was ist denn die Begründung, ja? Was hat man denn beobachtet, was die Annahme rechtfertigt, dass die Erde flach ist? So hat die Frau Richterin Daug den Beschluss gefasst. Wenn man jetzt der Fachmann sagt, da ist keine Kindeswohlgefährdung, und das Jugendamt sagt, das war überhaupt nicht im Sinn des Kindeswohls, was umgekehrt heißt, es gibt keine Kindeswohlgefährdung,
Es gibt keinen Grund für diesen Beschluss der Frau Daug. Dann ist der Kindeswohlgefährder wer? Die Frau Daug. Die Richterin Katrin Daug ist eine Kindeswohlgefährderin. Ist meine Meinung. Und ich bin ja nur ein unbedeutender Bürger, der weder juristische Ausbildung hat, noch eine psychologische. Ich schaue mir halt an, was ich lese, ich gucke mir die Fakten an und dann komme ich zu der Schlussfolgerung, die Kindeswohlgefährderin im Fall Margab Heiden ist die Richterin. Und das ist natürlich fatal, weil damit ist das Amtsgericht Altona, Hamburg-Altona, das Familiengericht, mit der Richterin Katrin Daug eine Gefahr für Kinder. Ja, das setzt die Glaubwürdigkeit des ganzen Gerichts in Frage. Die Frau Daug missbraucht im Grunde das Gericht, um selber eine Kindeswohlgefährdung durchzuführen, durch ihren Beschluss. Und damit handelt sie ja ihrem Schutzauftrag zuwider, im Gesetzlichen. Das heißt, der Staat, die Person der Frau Daug, der eigentlich Kinder schützen soll, schädigt Kinder. Abstrus. Und von der Perspektive aus gesehen, war das, was der Margab Heiden gemacht hat, Notwehr gegen die Richterin Daug. Er hat seine Tochter geschützt, indem er sie zu sich genommen hat, erstmal nicht mehr zur Mutter gelassen hat. Und es ist ja auch klar, er hätte ja das Kind, wenn dieser kindeswohlgefährdende Beschluss der Frau Daug aufgehoben worden wäre, hätte er das Kind ja auch wieder zur Mutter gelassen, weil der Vater ja das Wechselmodell wollte. Man hat es ja gelebt und der Vater will das Wechselmodell weiterhin. Also da war überhaupt keine Gefahr da, dass der Vater das Kind der Mutter entfremden will. Ja, überhaupt nicht. Das hat die Frau Daug auch nicht berücksichtigt. Und dann geht es ja dann noch den Herrn Arndt, auch Richter am Amtsgericht Hamburg-Altona. Der hat ja dann diesen Beschluss gefasst, dass notfalls mit Gewalt das Kind beim Vater herausgenommen werden muss, weil das eben auch eine Gefährdung sei. Viel begründet hat er da auch nicht, der Herr Arndt, ja, also gar nichts begründet. Und was heißt denn das, wenn seine Kollegin diejenige ist, die Kindeswohlgefährdung begeht? Der Vater... Moment. Okay, mein Hundchen hat gerade sein Häufchen gesetzt und wahrscheinlich damit seinen Kommentar abgegeben zu dem, was da passiert in Hamburg-Altona. Ja. Zurück zum Herrn Arndt, Richter Arndt am Amtsgericht Hamburg-Altona, der die Herausgabe angeordnet hat, notfalls mit Gewalt. Was hat der gemacht? Naja, er hat die Kindeswohlgefährdung seiner Kollegin, die staatliche Kindeswohlgefährdung, nicht erkannt, hat die Notwehr des Vaters gegen den gefährdenden Staat als Kindeswohlgefährdung interpretiert und diese Kindeswohlgefährdung aktiv unterstützt. Ja, strafrechtlich wäre das nicht nur eine Begünstigung, sondern eine aktive Beihilfe zu einer staatlichen Kindeswohlgefährdung. Ja. Leider spielt sowas in Deutschland gar keine Rolle. Wenn man es wirklich ernst nimmt, wäre das eine Rechtsbeugung. Beides, ja, was die Frau Daug da gemacht hat und der Herr Arndt, weil dem Kind ohne Grund der Vater genommen wurde und dem Vater das Kind. Aber das wird in Deutschland keine Konsequenzen haben. Es ist aber so, rechtlich keine Konsequenzen. Es hat aber gesellschaftliche Konsequenzen, weil wenn Richter wie die Frau Daug und der Herr Arndt selber die Kindeswohlgefährder sind, wo soll man dann hin, wenn man sein Kind schützen will? Vor einem Elternteil, der im Wechselmodell mit einem lebt, also eigentlich damit einverstanden war, dass das Kind 50-50 erzogen wird von beiden Eltern. Gleichberechtigt. Wo kommen wir da hin, wenn dann Richter, weil ein Elternteil, der das dann plötzlich nicht mehr will, irgendeinen emotionalen, ja, ein emotionales Drama
als altersstaatliche Versicherung abgibt, was inhaltlich schon mal überhaupt gar nicht eine Kindeswohlgefährdung hergibt und gar keinen Grund dafür hergibt, das Kind also dem Vater vorzuenthalten. Und wenn man da dann einfach entscheidet, na jetzt nehmen wir das Kind erstmal dem Vater weg. Machen wir einfach so. Das ist natürlich für ein Familiengericht fatal. Dann vertraut man den Richtern nicht mehr. Das ist völlige Willkür. Wie ich gesagt habe, eigentlich eine Rechtsbeugung meiner Meinung nach. Sollte eigentlich bestraft werden, strafrechtlich verfolgt werden. Aber hey, so what? Sind doch nur Kinder. Wen juckt's? Ist kein ernsthaftes Verbrechen. Ne? Wen kümmert schon die Seele und die Psyche eines Kindes? Sicher nicht die Frau Daug oder den Herrn Arndt, die völlig unsensibel, unmenschlich, maximal brutal, ja, das machen, was sie denken, was richtig ist, ja. Was aber überhaupt gar keine Grundlage hat. Am Familiengericht Hamburg-Altona, zumindest für die Richterin Daug und den Richter Arndt, reicht es, wenn man feststellt, wie es ist und dann nicht begründet. Da ist natürlich alles möglich am Gericht. Also die Kindeswohlgefährdung im Fall Margab Heiden, das sollte damit klar sein, sind die Richter Daug und der Richter Arndt am Familiengericht Hamburg-Altona. Danke fürs Zuschauen, liebe Freifunk-Zuschauer, und bis bald.